Die Straßenbahnlinie 15 verbindet das im Westen gelegene Miltitz mit dem im Südosten gelegenen Meusdorf. Das Besondere an dieser Linie ist aber vor allen Dingen, dass diese bis auf drei kleine Ausnahmen fast ausschließlich auf eigenem Gleiskörper unterwegs ist. Somit kann hier natürlich auch eine höhere durchschnittliche Reisegeschwindigkeit angeboten werden. Die Strecke führt dabei entlang einer der wichtigsten Ost-West-Achsen der gesamten Stadt. Eingesetzt werden auf der Linie 15 meist Fahrzeuge mit 45 Meter Länge, nämlich die sogenannten XXL oder Flexity Classic. Diese bieten im Inneren bis zu 260 Plätze für Fahrgäste, da die Nachfrage entlang der Strecke aufgrund dicht besiedelter Wohngebiete sehr hoch ist. Auf der gesamten Strecke von Milditz bis Meusdorf legt die Linie eine Gesamtstrecke von 17,5 Kilometer zurück. Zwischen den beiden Endpunkten liegen insgesamt 34 Stationen. Dabei werden auch wichtige Umsteigeknotenpunkte wie der Gürtlerring, Hauptbahnhof und Augustusplatz angefahren. Doch bevor wir dorthin kommen, starten wir unsere Mitfahrt erst einmal im Westen der Stadt. Die Wendeschleife von Milditz liegt zwischen dem Plattenbauviertel Grünau und dem dörflich geprägten, allerdings trotzdem noch zur Stadt Leipzig gehörenden Siedlungsgebiet Milditz. Hier gibt es eine Ausstiegshaltestelle, an dem die ankommenden Fahrgäste die Bahn verlassen, bevor diese durch die Wendeschleife fährt. Wochentäglich kommen hier alle 10 Minuten Bahnen an. Am Sonntag fährt hier alle 15 Minuten eine Bahn ein und aus. Die Wendeschleife selbst hingegen ist genauso wie die Starthaltestelle insgesamt zweigleisig ausgebaut. Das Innere der Wendeschleife besteht ausschließlich aus Rasen. Wir verlassen nun die Wendeschleife und machen uns auf die Reise in Richtung Meusdorf. Nach einer kurzen Fahrzeit und einer 90-Grad-Kurve erreichen wir dann bereits unsere nächste Haltestelle. Mit 220 Metern Länge ist der Abschnitt zwischen Milditz und Saturnstraße eine der kürzesten Haltestellenabstände im Gesamt-Leipziger Straßenbahnnetz. Fußläufig von hier aus zu erreichen, liegt auch die Max-Klinger-Schule, ein Gymnasium der Stadt Leipzig. Dieses wurde in letzter Zeit aufwendig saniert, sodass es im frischen Glanz erstrahlt. Auf unabhängigem Gleiskörper geht es nun weiter durch den Stadtteil Grünau. Nächste Haltestelle, Jupiterstraße. Die Haltestelle Jupiterstraße, welche als nächstes folgt, wollen wir hier einmal überspringen. Somit erreichen wir als nächstes die Haltestelle Plovdiver Straße. Mit vielen Plattenbauten in der Umgebung der Haltestelle zeigt sich hier das typische Bild vieler Grünauer Haltestellen entlang der Strecke. Mit knapp 45.000 Einwohnern ist Grünau der größte Stadtteil der Messestadt. Mit 85.000 Einwohnern im Jahre 1989 lebten hier schon einmal deutlich mehr Menschen. Daher wurden nach der Jahrtausendwende auch viele leerstehende Wohngebäude abgerissen. Diese Flächen fungieren heute als Grünanlagen. Mit einer Fahrt um eine 90-Grad-Kurve nehmen wir nun weiterhin Kurs in Richtung Osten. Damit fahren wir nun parallel zur Lützner Straße B87. Dadurch, dass Grünau als komplettes Neubauviertel Ende der 70er Jahre geplant worden ist, konnten die Straßenbahnstrecken hier auf vollständig eigenen Gleiskörper parallel zur Straße geplant werden, was eine höhere Reisegeschwindigkeit mit sich bringt. Dadurch konnten auch alle Haltestellen relativ einfach barrierefrei gestaltet werden.
Die Haltestelle Kiewer Straße wollen wir nun überspringen. Nächste Haltestelle. Nach der Haltestelle Kiewer Straße wechselt der eigene Gleiskörper dann nun von der linken auf die rechte Seite in Fahrtrichtung der Lützner Straße. Es folgt nun als nächstes die Haltestelle am Kirschberg. Diese liegt auf den ersten Blick eigentlich mitten im Nirgendwo. Grund dafür ist, dass die Wohn- und Siedlungsbebauung auf beiden Seiten der Straße hinter dichtem Grün auch im Winter versteckt ist. Dies hat allerdings den Vorteil für die Anwohner, dass diese vor Straßenlärm geschützt sind. Als nächstes erreichen wir nun die Haltestelle Schönauer Ring, womit wir auch in der Mitte von Grünau angelangt sind. Kurz vor dem Erreichen der Haltestelle haben wir auch noch eine Weichenanlage überquert, welche nun die Linie 8 zu uns einzweigen lässt, welche von Grünau Nord kommt. Direkt neben der Haltestelle befindet sich eine kleine Einkaufspassage mit vielen verschiedenen Geschäften. Hinter dieser Passage schließt sich dann ein großzügiger Platz mit vielen Sitzgelegenheiten und einigen Grünanlagen an. Dahinter wiederum liegt dann das Alley Center, ein großes Einkaufszentrum im Stadtteil. Auch die Wohnbebauung ist hier nun auffallend dichter. Durch die vielen Geschäfte in der Nähe ist das Fahrgastaufkommen an dieser Haltestelle auch deutlich höher. Die nächste Haltestelle, die nun folgt, trägt den Namen Parkallee, welche wir allerdings wieder überspringen wollen, da es hier nicht sonderlich viel Interessantes zu erzählen gibt. Somit erreichen wir als nächstes die Haltestelle Grünauer Allee. Diese ist dann auch die letzte Haltestelle im Stadtteil Grünau. Neben einem großen Park-and-Ride-Platz liegt hier auch eine Station des Deutschen Roten Kreuz. Und damit machen wir uns auch schon wieder auf den Weg die letzten paar hundert Meter entlang in Seitenlage zur Lützner Straße. Kurz vor dem Erreichen der Haltestelle Saarländer Straße schwenkt der eigene Gleiskörper dann in Mittellage auf die Lützner Straße ein. Und damit erreichen wir dann auch die Haltestelle Saarländer Straße. Diese ist umgeben von einem Gewerbegebiet. Hinter der Haltestelle liegt auch eine Brücke, welche wir gleich noch überfahren werden, welche hier über den Karl-Heine-Kanal und dessen Anschluss zum Lindenauer Hafen führt. Im Hintergrund kann man schon das noch derzeit entstehende Neubaugebiet Lindenauer Hafen, welches in Zukunft bis zu 1000 Menschen einen Wohnraum bieten soll. Damit fahren wir nun weiter in Mittellage auf der Lützener Straße. Die folgende Haltestelle Kredé-Straße wollen wir wieder auslassen. Somit erreichen wir als nächstes die Haltestelle Lindenau Bushof. An der Haltestelle Lindenau Bushof besteht Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 60, welche Lipsiusstraße mit Dr. Hermann Dunker Straße und die Linie 80, welche hier startet und dann weiter nach Thekla fährt. Direkt daneben befindet sich auch der Bushof, auf dem der größte Teil der Busflotte der Leipziger Verkehrsbetriebe abgestellt ist.
Hier werden auch die wichtigsten Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt. Mit dem Verlassen der Haltestelle geht es nun erstmal kurz bergab, um ein Viadukt zu unterqueren. Wir erreichen nun die Haltestelle Henriettenstraße. Von hier aus ist am einfachsten und am schnellsten der S-Bahnhof Lindenau fußläufig zu erreichen. Hier fährt die S-Bahn-Linie 1, welche die Miltitzer Allee mit Leipzig-Stötteritz verbindet. Dabei gibt es am S-Bahnhof zwei Außenbahnsteige. Auch am bereits unterquerten Viadukt ist nochmal deutlich der S-Bahnhof gekennzeichnet. Auch die nächste Haltestelle, Lützner-Merseburger Straße, wollen wir nun überspringen. Lindenauer Markt, Optik Weiß, musikalische Komödie im Westbad. Übergang zu den Linien 7 Richtung Leutsch, 74 Richtung Elsterpassage sowie 130 und 131 Richtung Rückmarsdorf. Nach dem Verlassen der Haltestelle Merseburger-Lützner-Straße folgt nun ein sehr interessanter Streckenverlauf. Wir biegen als erstes nach dem Verlassen der Haltestelle um eine 90-Grad-Kurve. Danach fahren wir mittels einer 180-Grad-Kurve über eine Weichenanlage, in der wir auch auf die Strecke der Linie 7 treffen, dann auch auf den Lindenauer Markt ein. Somit erreichen wir dann auch die gleichnamige Haltestelle. Der Lindenauer Markt ist, wie der Name schon sagt, ein mittelgroßer, von Wohnhäusern umringter Marktplatz, welcher auch heute noch als Marktstandort für Wochenmärkte genutzt wird. Hier am Platz hat auch das Theater der jungen Welt im Theaterhaus am Lindenauer Markt seine Heimat seit 2003 gefunden. Hier werden sowohl traditionelle als auch zeitgenössische Theaterstücke aufgeführt. Mit dem Verlassen der Haltestelle biegen wir dann in die Kuhturmstraße ein. Dieser folgen wir dann auch bis zu unserer nächsten Haltestelle. Angerbrücke, Straßenbahnhof. Übergang zur Linie 3 Richtung Großtschocher. Diese trägt den Namen Straßenbahnhof Angerbrücke. Die Haltestelle Straßenbahnhof Angerbrücke ist barrierefrei erreichbar, da hier die Fahrbahn der Autos angehoben wurde. So muss beim Halten der Straßenbahn erst die Fahrbahn überquert werden. Diese Methode wurde in Leipzig schon an weiteren verschiedenen Stellen angewandt, um Haltestellen barrierefrei auszubauen. Wie der Name schon sagt, befindet sich hier auch der Straßenbahnhof Angerbrücke. Er ist nach dem Technischen Zentrum in Heiterblick der flächenmäßig zweitgrößte, noch im Betrieb befindliche Straßenbahnhof. Hier werden zwar vorwiegend Fahrzeuge abgestellt, es kommt aber auch zu Wartungs- und Reinigungsarbeiten an den Fahrzeugen. Die Zufahrt zum Betriebshof wird sowohl vor als auch hinter der Haltestelle durch mehrere Weichenanlagen gewährleistet. Mit einer größeren Kreuzung zweigt nun von links die B87 ein, somit folgen wir inmitten einer vierspurigen Straße weiter unserem eigenen Gleiskörper. Wir überqueren nun auf einer Brücke das Elsterbecken, welches an der breitesten Stelle bis zu 155 Meter breit ist. Nach der Überfahrt der Brücke halten wir dann an der Haltestelle Sportforum Süd. Den Namen hat die Station offensichtlicherweise, da hier mehrere Sportstätten in der Nähe der Haltestelle zu finden sind. Zum einen findet man hier die Sportwissenschaftliche Fakultät der Universität Leipzig. Von Weitem zu erkennen, mit einem Blick über die Leipziger Festwiese, ist auch die Red Bull Arena zu erkennen.
Die Sportstätte, welche seit 2004 dem Fußball gewidmet ist, bietet heute 42.900 Plätze. Da mittlerweile mehr Kapazitäten gefragt als gegeben sind, wird das Stadion auch derzeit ausgebaut. Nach dem Verlassen der Haltestelle fahren wir nun erst einmal bergab. Dies dient dazu, um hier kreuzungsfrei die Straßenkreuzung zwischen der Straße am Sportforum und der Jahnallee zu unterqueren. Somit haben die Bahnen hier auf eigenem Gleiskörper ein quasi kurzes Tunnelstück. Auf der anderen Seite der Unterführung und nach dem Verlassen dieser liegt dann auch direkt die nächste Haltestelle, welche den Namen Waldplatz trägt. Diese ist insgesamt dreigleisig ausgebaut, da sich hier die Linie 8 ausfädelt, welche Grünau Nord mit Paunsdorf Nord verbindet und dann weiter Richtung Westplatz fährt. Direkt neben der Haltestelle befindet sich auch die Arena Leipzig, welche als Sport- und Veranstaltungsstätte genutzt wird. Hier finden neben Handballspielen auch Konzerte statt, wo dann bis zu 12.000 Gäste maximal Platz finden können. Das Gebäude, welches insgesamt Baukosten von 42 Millionen Euro verursachte, wurde im Jahre 2002 am 11. Mai eröffnet. Zwischen den Haltestellen Waldplatz und Leibnizstraße werden wir nun einmal den eigenen Gleiskörper kurz verlassen und fahren im Straßenraum weiter. Die Haltestelle Leibnizstraße wollen wir dann auch wieder überspringen. Nächste Haltestelle, Gördeler Ring, zentraler Umsteigepunkt. Zugang zur Innenstadt. Next Stop, Gördeler Ring, Central Transfer Point, City Center. Industrie- und Handelskammer. Kabarett Leipziger Pfeffermühle. Volkshochschule. Freier WLAN-Zugang an den Haltestellen des Innenstadt. Somit erreichen wir als nächstes den wichtigen Umsteigeknotenpunkt Gördelerring. Auch die Straßenbahnhaltestelle am Gördelerring ist wieder viergleisig ausgebaut. Hier treffen nun neben den bereits mit uns verkehrenden Linien auch noch die Linien 12, 1 und 9 sowie die 14 auf unsere Strecke. Dabei besitzen die Linien 1 und 9 sowie in Richtung Hauptbahnhof auch die Linie 14 zwei separate Gleise. Diese halten dabei an den Gleisen 2 und 4, die Linien 3, 4, 7, 12 und 15 an den Gleisen 1 und 3. Am Gördelerring befindet sich auch das Kirchenhaus der Reformierten Kirche Leipzig. Dieses wurde zwischen 1896 und 1899 erbaut und zeichnet sich durch den 73 Meter hohen Kirchturm aus. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich das große Einkaufszentrum Höfe am Brühl. Das Gebäude umfasst eine Gesamtfläche von 44.000 Quadratmetern. Dabei wurde es am 25. September des Jahres 2012 erstmals eröffnet. Vor dem Einkaufszentrum liegt auch der Richard-Wagner-Platz, welcher ebenfalls als Marktstandort genutzt wird. Kehren wir nun zurück an die Haltestelle und machen uns mit unserer Linie 15 auf den Weg zum Leipziger Hauptbahnhof. Die Strecke bis zum Hauptbahnhof ist hier viergleisig ausgebaut. Auf der rechten Seite im Bild zu sehen, ist das Gleis der Linie 9, damit sich diese besser in Richtung Hauptbahnhof Westseite ausfädeln kann. Das Streckengleis, auf dem wir unterwegs sind, ist mit einem Doppelgleis ausgeführt, also somit zweigleisig, damit sich die Fahrzeuge am Hauptbahnhof besser ausfädeln können. Am Hauptbahnhof treffen wir dann auf eine große viergleisige Zentralhaltestelle. Am Hauptbahnhof fahren alle Leipziger Straßenbahnlinien bis auf die Linie 2 ab. Die Linien 8 und 9 halten an den Haltestellen Hauptbahnhof Westseite bzw. Wintergartenstraße. Alle restlichen Linien halten hier an der großen viergleisigen Haltestelle. Diese zeichnet sich durch einen Mittelbahnsteig und zwei Außenbahnsteige sowie eine großzügige Überdachung aus. Der Leipziger Hauptbahnhof selbst ist einer der markantesten Gebäude und auch gleichzeitig eine Sehenswürdigkeit der Stadt. Eröffnet im Jahre 1915 am 4. Dezember, stammt er noch aus der Kaiserzeit. An den 20 Gleisen an der Oberfläche fahren neben Regionalzügen Richtung Nürnberg, Dresden, Zwickau oder Erfurt
auch viele Fernzüge ab, die ganz Deutschland mit der Messestadt Leipzig verbinden. An einem Mittelbahnsteig im Citytunnel fahren zusätzlich noch die 6 S-Bahn-Linien der S-Bahn Mitteldeutschland ab. Im Bahnhof selbst befinden sich zusätzlich noch eine ganze Menge an Geschäften. Verlassen wir nun den Hauptbahnhof und biegen abermals um eine Kurve. Damit biegen wir in die Goethestraße ein und fahren ein Stückchen bergauf. Als nächstes erreichen wir dann den Leipziger Augustusplatz. Dieser ist nochmals ein wichtiger Umsteigeknotenpunkt zwischen den Straßenbahnlinien. An einer separaten Haltestelle, nicht an unserem Bahnsteig, wo die Linie 15 hält, halten noch die Linien 8, 10, 11, 14 und 16. Die Haltestelle, an der die Linie 15 hält, liegt mitten auf dem Platz. Dieser ist umgeben von vielen Leipziger Sehenswürdigkeiten. Darunter auch bekannte Konzerthäuser wie das Gewandhaus mit seiner markanten Glasfront aus dem Baujahr 1981, ebenfalls die Leipziger Oper, welche im Jahre 1960 geweiht wurde, und auch das Hauptgebäude der Leipziger Universität. Der Platz ist auch regelmäßiger Austragungsort für verschiedene Veranstaltungen wie den Leipziger Weihnachtsmarkt oder das Stadtfest. Wir überqueren jetzt den Georgiring und fahren damit weiter auf dem Grimmaischen Steinweg. Mit einer weichen Kreuzung trennen wir uns nun vom Fahrtverlauf der Linien 4, 7 und 12 und fahren zu einer eigenen Haltestelle am Johannisplatz. Die Haltestelle am Johannisplatz der Linie 15 liegt etwas abseits der Linien 4, 7 und 12, welche aber ebenfalls noch eine Haltestelle am Johannisplatz haben. Diese liegt auf der anderen Seite des Platzes und des Grassi-Museums. Das Grassi-Museum ist eines der bekanntesten Museen der Stadt. Es ist ein Kunst- und Kulturmuseum und beherbergt verschiedene Untermuseen. Der Gebäudekomplex, in dem sich heute die Ausstellungen befinden, wurde zwischen 1925 und 1929 erbaut. Vor dem Grassi-Museum erstreckt sich noch eine große Grünfläche. Zurück an der Haltestelle machen wir uns nun auf den Weg weiter in Richtung Meusdorf. Gutenbergplatz ist der Name der nächsten Haltestelle. Diese ist vorwiegend umgeben von vielen Bürogebäuden. Hier befindet sich außerdem das Haus des Buches, ein Büro- und Veranstaltungskomplex mit Bezug zur Leseliteratur. Auf den gegenüberliegenden Gebäuden sind auch noch Sprüche und Leuchtreklamen dazu angebracht. Wir verlassen nun die Haltestelle Gutenbergplatz und fahren weiter Richtung Südosten. Die nächste Haltestelle trägt den Namen Ostplatz. Hier herrscht wieder reges Treiben, nicht nur wegen der Umsteigemöglichkeit zur wichtigen Tangentialbuslinie 60, sondern auch, da sich hier die medizinische und mikrobiologische Fakultät sowie das Institut für Geographie der Universität Leipzig befindet. In den umliegenden Gebäuden direkt neben der Haltestelle befinden sich verschiedenste Geschäfte, darunter auch eine ganze Reihe an Restaurants. Wir folgen nun weiterhin der Prager Straße, welche wir schon seit der Abzweigung am Johannisplatz folgen, und diese schwenkt nun weiter in Richtung Süden ein. Die Haltestelle Witzgallstraße wollen wir dann auch wieder überspringen. So landen wir als nächstes am Technischen Rathaus. An der Haltestelle vom Technischen Rathaus gibt es eine Gleiskreuzung bzw. ein Gleisdreieck. Hier zweigt nämlich die Verbindungsstrecke von der Riebeck-Stötteritzer Straße ein.
Diese Strecke wird auch regelmäßig im Linienverkehr von der Straßenbahnlinie 4E bzw. 12 bedient. Im Berufsverkehr werden nämlich teilweise Kurse der Linie 12, welche am Johannesplatz enden, weiter als Linie 4E bis zur Riebeck-Stötteritzer Straße geführt. Diese fahren von dort über die Verbindungsstrecke hierher zum Technischen Rathaus und setzen dann als Linie 12 in Richtung Gohlis Nord hier ein. Den Namen hat die Haltestelle vom danebenliegenden Bürogebäude. Das Technische Rathaus ist seit 2009 eine wichtige Ansammlung in einem Gebäude vereinter Ämter der Stadt Leipzig, wie zum Beispiel das Amt für Umweltschutz, das Ordnungsamt oder das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege. Und damit verlassen wir dann auch wieder die Haltestelle. Die Haltestelle Altes Messegelände ist als Doppelhaltestelle ausgeführt, da diese wieder eine wichtige Umsteigestation darstellt. Hier zweigt jetzt von rechts die Linie 2, welche von Grünau Süd kommt, ein. Zudem fahren hier auch noch die Buslinien 70 und 74 ab, welche wichtige Tangentiallinien im Stadtgebiet darstellen. Das alte Messegelände selbst war zwischen 1920 und 1991 der Hauptmessestandort der Stadt Leipzig. Auf einem 15 Hektar großen Gelände erstreckten sich hier viele verschiedene Messehallen und Pavillons. Mit dem Inbetriebgehen der neuen Messe im Jahre 1996 verlor dieser Standort seine Bedeutung. Die alte Messe wurde allerdings bis heute zu einem Multifunktionsstandort umfunktioniert mit verschiedenen Geschäften und auch das Leipziger Stadtarchiv wurde bis heute hier untergebracht. Den Eingang zur Messe markiert ein großes Doppel-M, welches für Mustermesse steht und auch das Logo der Leipziger Messe ist. Die markante Stahlkonstruktion steht am Osttor und wird unterhalb von Autos und Kraftfahrzeugen durchfahren. Es geht nun bergauf zur Nauenhofer Straße. Nächste Haltestelle: Nauenhofer Straße. Zugang zum Park and Ride. Übergang zur S-Bahn. Die Haltestelle Nauenhofer Straße liegt dann wieder auf eigenen Gleiskörper im Rasengleis. Hier hat die Linie 2 ihre Endhaltestelle. Die Linie 2 fädelt sich dann mit einer Wendeschleife hinter der Haltestelle aus der Strecke aus und wendet in einer großen Parkanlage. Die Starthaltestelle der Linie 2 liegt dann auf der gegenüberliegenden Seite und wird gemeinsam auch mit der Buslinie 70 genutzt. Zusätzlich besteht hier auch eine Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn, zu den S-Bahn-Linien 1, 2 und 4, welche am S-Bahnhof Völkerschlachtdenkmal halten, unterhalb der Brücke, die wir gerade überquert haben. Es geht nun die Prager Straße entlang, immer parallel zum Wilhelm-Kölz-Park, in dem auch die Linie 2 wendet, welchen wir auf der linken Seite im Bild sehen können. Mit dem Erreichen der Straßenbahnhaltestelle Völkerschlachtdenkmal ist dieses auch gut fußläufig zu erreichen. Das Völkerschlachtdenkmal ist eines der größten und bekanntesten Denkmäler Europas und mit 91 Metern Höhe zählt es auch zu den höchsten Gebäuden der Stadt Leipzig. Das Völkerschlachtdenkmal wurde angesichts des 100-jährigen Jubiläums der im Jahre 1813 stattfindenden Völkerschlacht zwischen 1898 und 1912 erbaut. Eingeweiht wurde es dann schlussendlich am 18. Oktober des Jahres 1913. Heute ist es neben einem wichtigen Kulturdenkmal auch eine Aussichtsplattform mit einer Rundumsicht über die gesamte Stadt. Vor dem Denkmal gibt es auch noch ein 162x79 Meter großes Wasserbecken. Das gesamte Ensemble fügt sich dann noch in eine Parkanlage mit ein. Auf der Hinterseite des Völkerschlachtdenkmals befindet sich auch dann die nächste Straßenbahnhaltestelle auf unserer Strecke, welche den Namen Südfriedhof trägt. Der Südfriedhof schließt sich dann auch direkt an das Gelände des Völkerschlachtdenkmals mit an. Der Südfriedhof ist mit 82 Quadratmetern Fläche auch der größte Leipzigs. Der Haupteingang befindet sich direkt neben der Straßenbahnhaltestelle. Die Mitte der Friedhofsanlage bildet eine Kapellenanlage mit großen Arkaden. Auch die Haltestelle Südfriedhof ist ähnlich wie die Haltestelle an der Angerbrücke wieder eine erhöhte Straße. Und damit verlassen wir dann auch die Haltestelle. Ja.
Wir fahren nun einige hundert Meter noch weiter parallel zum Gelände des Südfriedhofes auf der linken Seite. Die Haltestelle Russenstraße, welche die nun folgende ist, durchfahren wir wieder. Die nächste Haltestelle heißt dann Probstheider, welche auch den gleichen Namen wie der Stadtteil, den wir bereits seit dem Verlassen der Haltestelle Völkerschlachtdenkmal durchfahren, trägt. Die Haltestelle bildet auch ungefähr das Zentrum des Stadtteils und somit befinden sich hier auch einige Geschäfte in der Umgebung. Probstheider ist dann auch ein wichtiger Knotenpunkt für Straßenbahn- und Buslinien, vor allen Dingen für Busse, die weiter stadtauswärts fahren. Abseits der Haltestelle liegt auch ein großes Busterminal mit Wendeanlage. An dieser Haltestelle starten insgesamt 5 Buslinien, darunter auch die Linien 75 Richtung Liebert-Wolkwitz, 76 Richtung Herzzentrum sowie 106 und 108 in Richtung Markleberg. Außerdem hält hier auch die Durchgangslinie 79, welche vom S-Bahnhof Konnewitz aus weiter in Richtung Reutnitz fährt. Direkt neben der Straßenbahnhaltestelle befindet sich auch noch ein ehemaliges Straßenbahndepot, welches heute allerdings zu einem Geschäft umfunktioniert wurde. Dass es ehemals die Funktion als Straßenbahndepot hatte, ist heute allerdings noch markant zu erkennen anhand der Bauform. Wir machen uns nun auf den Weg auf den letzten Streckenabschnitt bis zu unserer Endhaltestelle. Dabei wollen wir auch die nächsten beiden Haltestellen Franzosenallee und Rosegger Straße überspringen. Kurz vor der Haltestelle Franzosenallee wechseln wir nun auf die linke Seite in Fahrtrichtung der Prager Straße mit eigenem Gleiskörper. Wir erreichen nun die Endhaltestelle in Moisdorf. Die Linie 15 benutzt von den beiden Ausstiegshaltestellen immer das linke Gleis. Das rechte Gleis wird dabei meist von der Linie 2 genutzt, welche im Berufsverkehr teilweise bis nach Moisdorf verlängert wird. Die Wendeschleife an sich ist dann wieder eingleisig. Auf der gegenüberliegenden Seite der Endhaltestelle befindet sich auch die Starthaltestelle. Die Mitte der Wendeschleife ist dicht begrünt und auch mit einer Fahrradabstellstation ausgestattet. Hier besteht dann auch abermals Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 75 in Richtung Liebert-Wolkwitz und Nauenhof. In der Umgebung befinden sich auch mehrere große Einfamilienhaussiedlungen. Und damit sind wir wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt mir das gerne durch eine Bewertung oder einen Kommentar unterhalb dieses Videos. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder zum nächsten Video, wo es dann eine Dokumentation über die S-Bahn Berlin geben wird. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.